Neues Jahr, neue Liebe? Nach 3 Jahren Beziehung trennt sich Mariella Ahrens im Sommer 2018 von ihrem Freund Sebastian Esser. Nach einem gemeinsamen Urlaub in Bulgarien entscheidet sich das Paar, getrennte Wege zu gehen. Einer der Gründe soll auch der Altersunterschied von 13 Jahren gewesen sein. Als wir sie nur wenige Monate nach der Trennung auf dem Dreamball in Berlin treffen, spricht die schöne Schauspielerin ganz offen über ihr Single-Dasein. Von einem neuen Mann bis dahin keine Spur. Und auch wenn Mariella offiziell noch Single ist, den Liebeskummer hat sie offensichtlich überwunden. Denn die 49-Jährige strahlt wie lange nicht mehr. Ob hinter diesem Strahlen vielleicht doch eine neue Liebe steckt? Wir haben sie auf der Fashion Week in Berlin getroffen und bei einem exklusiven bunte.de-Interview nachgefragt. Jetzt überlegt sie eine Spur zu lange, ne? Ja. Das Lächeln ist verdächtig. Och, naja, also ich meine, offen ist man ja, wer ist schon gerne Single, ja? Könnte sein, dass ich jemanden gut finde, ja. Auch wenn dieser Auftritt auf der Fashion Week Bände spricht, ist ihre Antwort doch eindeutig. Mariella Ahrens strahlt über beide Ohren und scheint mehr als glücklich zu sein. An diesem Abend wird die schöne Brünette von einer Freundin begleitet, doch das könnte sich in Zukunft ändern. Sind Sie jemand, der auch sagt, den würde ich auch irgendwann mal mitbringen, wenn es wirklich an der Zeit ist? Also auf dem roten Teppich oder in der Öffentlichkeit? Ich denke schon, ja. Ihr Lächeln beweist, Mariella Ahrens ist glücklich. Wir bleiben gespannt und freuen uns schon auf den nächsten Auftritt der schönen Schauspielerin. Dann vielleicht sogar schon in männlicher Begleitung.